Nächste Frage hat der Reitschuster. Ein paar hunderttausend Geimpfte mehr oder weniger, eigentlich spielt das gar keine Rolle. So zumindest fasse ich die Quintessenz dessen auf, was die Bundesregierung am Montag zu den falschen Zahlen der Geimpften sagte. Ganz, ganz erstaunlich ging ich doch bisher davon aus, dass die Zahl der Geimpften ganz maßgeblich ist, wenn es darum geht, welche Corona-Maßnahmen die Regierung verhängt. Ich habe hier den Eindruck, dass man es nicht so genau nimmt mit den Ziffern und dann einfach beschwichtigt. So zumindest mein Eindruck, aber schauen Sie sich die Szene selber an. Damit kommen wir zum Thema Impfen. Dazu gibt es von Herrn Reitschuster eine Frage von außen. Laut Spiegel wurden mehr als 350.000 Impfungen nicht gemeldet. Die Impfquote wäre damit höher als vom RKI angegeben. Trifft das zu? Und wenn ja, wie kommt es zu solchen groben Fehlern? Vielleicht das Gesundheitsministerium, oder? Ja, dazu kann ich etwas sagen. Dass es immer wieder tatsächlich zu Nachmeldungen kommt und diese Berichte bezogen sich ja auf Betriebsärzte. Das haben wir auch hier an dieser Stelle schon wiederholt geäußert und diese Nachmeldungen werden dann entsprechend auch aufgenommen und finden sich dann auch in der Statistik wieder. Dazu Herr Rinke. Kurze Nachfrage, Herr Gülde, weil die Zahlen, die da genannt werden, in den Berichten ja doch substanziell hoch sind und einige Prozentpunkte umfassen. Hurra, ein Kollege greift das auf, was ich vorgelegt habe. Im Fußball würde man sagen, einen Abklatscher verwandelt man hier mit einem Nachschuss. Freut mich sehr, dass der Kollege das aufgreift. Leider passiert das bisher viel zu selten, aber vielleicht wird es ja jetzt öfter. Wenn Sie jetzt von den Nachmeldungen reden, wie schnell werden die denn nachgemeldet? Also ist es so, dass die Annahmen stimmen, dass über die offiziell bekannte Zahl wirklich noch ein Prozentsatz von 3-4 Prozentpunkten mehr geimpft ist, als wir das erkennen können? Danke, danke. Also zu diesem Prozentsatz kann ich jetzt tatsächlich keine Angaben machen. Genau darin sehe ich das Problem. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie schnell jetzt zum Beispiel betriebsmedizinische Dienste oder eben Betriebsärzte dann diese Nachmeldungen vornehmen. Wir leben im Internetzeitalter in einem der modernsten Industriestaaten. Da sollte man schon eine gewisse Meldegeschwindigkeit erwarten können. Von daher kann ich da jetzt zu so einer Ziffer keine Angaben machen. Das finde ich bedauerlich, zumal diese Berichte ja bereits vor der Bundespressekonferenz in den Medien nachzulesen waren. Und da hätte man sich ja auch vorbereiten können dann auf entsprechende Fragen. Danke. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Entschuldigung, doch. Achso, Herr Rinke. Nochmal, weil es so schön war, Hut ab vor dem Kollegen Rinke. Danke. Ich würde nochmal nachfragen, weil das ja doch ein Thema ist, was auch von der Politik mit großen Zielen verbunden wurde, also als sehr wichtig auch überhaupt für die ganze Pandemiebekämpfung angesehen wird. Wieso kann man denn diese Nachmeldung nicht abstellen und wieso haben Sie da keine Größenvorstellung? Also wäre das nicht eigentlich wichtig, auch für den politischen Diskurs, dass man annähernd wüsste, wie viele Menschen tatsächlich geimpft sind? Wenn die Kollegen so weitermachen, dann kann ich mir bald selber das Fragestellen sparen bei der Bundespressekonferenz. Bravo nochmal. Entschuldigung, dass ich hier so überschwänglich bin, aber das ist wirklich etwas, was mich sehr erfreut, wenn hier kritisch nachgehackt wird und die Finger in die Wunden gelegt werden. Also letztlich ist es so, Herr Rinke, von diesen Nachmeldungen beziehungsweise von diesen Zahlen, von denen wir da reden, die muss man, glaube ich, immer noch ins Verhältnis zur Zahl der gesamten Menge der Geimpften tatsächlich setzen. Aber genau das hat der Kollege doch gemacht und hat gesagt, dass es einige Prozent sind und deswegen erheblich. Und insofern gehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht von so einer großen Diskrepanz aus, was jetzt die tatsächliche Zahl der Geimpften ist. Der Kollege hat die Diskrepanz klar benannt. Es sind einige Prozentpunkte. Wenn man sich ansieht, wie die Regierung gerade um jeden Impfling bzw. potenziellen Impfling kämpft, dann kann man doch nicht einfach sagen, das sei nicht relevant. Und die ja, macht im Grunde genommen auch für das epidemiologische Geschehen diese Differenz eigentlich keine große Rolle. Nochmal, das finde ich wirklich erstaunlich, wenn man auf der einen Seite sagt, es kommt auf jeden an, auf der anderen Seite dann sagt, ja, ein paar Prozentpunkte mehr oder weniger spielen keine große Rolle. Schade, dass der Kollege Rinke hier mit dem kritischen Nachhaken alleine war, denn genau dieser Widerspruch, der hätte nochmal aufgegriffen werden sollen. Kollege Rinke hatte ja keine Nachfrage mehr, von den anderen hatte niemand diese Frage. So, dann ging es auch noch um die Variante Mu. Aber auch da ist es so, nichts Genaues weiß man noch nicht.
Eine Nachfrage. Gibt es neue Erkenntnisse über die in Afrika neu entdeckte Corona-Variante B1621 Mu, war, glaube ich, in der letzten Woche entdeckt worden, von der WHO als Risiko für Immunflucht, also Unwirksamkeit von Vakzinen, benannt worden? Haben Sie da neue Erkenntnisse inzwischen? Nein, bislang gibt es jetzt noch keine neueren Erkenntnisse dazu. Sie wissen, diese neue Variante ist zunächst als Variant of Interest eingestuft worden. Das heißt, diese Variante wird hinsichtlich einer möglichen eines möglichen Immunescapes beziehungsweise einer besseren Verbreitung und höheren Infektionsrate untersucht. Derzeit gibt es dazu aber noch keine neuen Erkenntnisse. Gibt es in einigen europäischen Ländern, ist diese neue Variante schon entdeckt worden, in Deutschland auch oder noch nicht? Mir liegen keine Erkenntnisse dazu vor. Also bislang ist nach wie vor die Delta-Variante die absolut vorherrschende mit über 99% meines Wissens. Und darüber hinaus gibt es noch andere Varianten, also unter anderem Alpha macht dann den anderen Teil aus, aber Fälle von dieser Mu-Variante liegen mir bislang noch nicht vor. Gut, dann wechseln wir das Thema. Ja, und das war es mit Corona, zumindest wenn ich mich nicht irre, was durchaus möglich ist, vielleicht habe ich irgendetwas verpasst. Und das große beherrschende Thema war auch heute wieder Afghanistan. Wie gesagt, für mich immer noch unverständlich. Es gibt viele Berichte, dass psychologische Folgen etwa bei Kindern und Jugendlichen schwerwiegend sind in Deutschland. Und ich habe das mehrfach aufgebracht in der Bundespressekonferenz, wurde nie so richtig aufgegriffen. Afghanistan ist dafür ein zentrales Thema. Hier ein paar Ausschnitte. Ich mache es ganz kurz, denn Sie können die gesamte Bundespressekonferenz, wo es, wie gesagt, auch vorwiegend um Afghanistan geht, auf dem Kanal reitschuster-leerzeichen.de sich anschauen. Der Kollege Aysa Taibi von Al Jazeera fragen beide danach, bitten um Details. Fragen sind, können Sie Angaben machen, wo die von Blinken angekündigte Konferenz stattfindet? Wann genau soll das stattfinden? Treffen mit dem Außenminister, Termine, was können Sie uns sagen? Ja, vielen Dank, Herr Dietjen. Das gibt mir die Gelegenheit, auch noch einige aktive Punkte anzusprechen. Und der Besuch von Außenminister Blinken in Deutschland ist einer davon. Außenminister Maas wird am Mittwoch mit seinem US-Kollegen zusammentreffen. Neben einem bilateralen Treffen ist auch ein virtuelles Treffen zum Thema Afghanistan mit Außenministern verschiedener anderer Länder geplant, zu dem Außenminister Blinken und Außenminister Maas gemeinsam einladen. Das Treffen wird in Ramstein stattfinden. Akkreditierungen für die geplante Pressebegegnung finden über die US-Botschaft statt. Und wenn ich nachfragen darf, können Sie uns irgendeinen neuen Stand sagen? Also zum Beispiel, was die Verlagerung oder Rückverlagerung der Botschaft nach Kabul angeht. Gibt es da irgendwelche neuen Überlegungen, Aussichten, nachdem die Taliban ja offenbar irgendwelche Sicherheitszusagen gemacht haben für die Rückkehr? Wir hatten am Freitag an dieser Stelle darüber gesprochen und Außenminister Maas hat sich in der vergangenen Woche selbst mehrfach zur Frage der diplomatischen Präsenz in Kabul geäußert. Auf diese Äußerung muss ich Sie an dieser Stelle verweisen. Diese Verweise sind natürlich wie Verweise in der Schule immer etwas undankbar, da der Fragende ja wohl kaum gefragt hätte, wenn er diese Antwort parat gehabt hätte. Insofern wäre es schön, die hier nochmal zu hören, aber offenbar ist dem leider nicht so. Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage. Das war Freitag und heute haben wir Montag. Wir haben eine sehr dynamische Situation in Afghanistan und deswegen darauf bezog sich die Frage. Es ist übers Wochenende also nichts Neues passiert, keine neuen Zusagen, die jetzt möglich machen, dass deutsche Diplomaten wieder zurückkehren. Und der Kollege Rinke macht es auch heute wieder wie aus dem Lehrbuch und lässt auch hier nicht locker und hackt nach. Hut ab. Sie haben recht, die Lage ist und bleibt sehr dynamisch, was die Lage in Afghanistan angeht. Zum Stichwort diplomatische Präsenz gibt es keine neuen Entwicklungen, über die ich an dieser Stelle berichten kann. Ja, Daniel Lücking, ND der Tag, Stichwort aktuelle Zahlen. In der letzten Woche hörten wir ja von 138 Ortskräften und ihren Familien. Wie hat sich das über die letzte Woche verändert? Wie viele weitere Ortskräfte sind in Deutschland angekommen und ist man mittlerweile in der Lage, das nach Ministeriumsbereichen getrennt zu betrachten? Also wie viele Bundeswehrortskräfte, Auswärtige Amtsortskräfte und so weiter hier in Deutschland aufgeschlagen sind?
Darf ich vielleicht an der Stelle noch einschieben, weil das auch in den Zusammenhang gehört, wenn wir über Zahlen sprechen. Andreas Jölli, ORT, fragt, wie viele sicherheitsrelevante Fälle sind bei der Evakuierungsmission nach Deutschland gebracht worden? Ich würde gerne zu beiden Fragen an Frau Wick vom BMI abgeben, weil wir uns in der letzten Woche ja verständigt hatten darauf, dass das BMI einmal pro Woche aktuelle Zahlen bekannt gibt. Und auch die Frage sicherheitsrelevanter Fälle ist im Zuständigkeitsbereich des BMI. Ja, also die aktuellen Zahlen für die Einreisen im Rahmen der Evakuierungsmission gestalten sich wie folgt. Insgesamt eingereist sind 4.921 Personen, davon 4.129 afghanische Staatsangehörige, 469 deutsche Staatsangehörige und eingereiste Ortskräfte sind mit Stand heute 248 Ortskräfte und 916 Familienangehörige, also insgesamt 1.164 Personen. Dann nochmal die Frage von Herrn Jölli, ob Sie da differenzieren können, wie viele dieser Fälle unter die Kategorie sicherheitsrelevant. Ich weiß nicht genau, ob er meint damit die Gefährdungsstufen. Also er fragt nach den Gründen für das Kriterium Sicherheitsrelevanz. Also ich kann bestätigen, dass im Rahmen der Einreisekontrollen 20 sicherheitsrelevante Personen im Rahmen der Evakuierungsflüge nach Deutschland eingereist sind. Nachfrage diesbezüglich noch, die Frage nach Staffelung nach Ministerien und Arbeitsbereichen, Bundeswehr, Innenministerium, Auswärtiges Amt. Ist die möglich? Streben Sie das an? Wird das irgendwann kommen? Ich glaube, dazu haben wir im Laufe der letzten Woche auch schon vorgetragen, dass wir die Zahlen für die gesamte Bundesregierung angeben. Herr Jessen und Herr Friedmann. Ja, es gab dann noch viel zum Thema Afghanistan, aber wie gesagt, das können Sie in der Vollausgabe ansehen auf reinschusterleerzeichen.de. Was ganz spannend ist beim Thema Ortskräfte, die werden ja teilweise sehr stark idealisiert. Ich habe gestern einen großen Beitrag auf meiner Seite gehabt vom Kollegen Amelung, wo er darüber schreibt, dass es eben auch Bundeswehrangehörige gibt, die sehr warnen vor der Idealisierung der Ortskräfte und die eine negative Meinung von Ortskräften haben, dass darüber aber in den Medien kaum berichtet wird. Ich empfehle Ihnen sehr, diesen Artikel sich anzuschauen. Er heißt Zwei Afghanistan-Veteranen, zwei Meinungen, aber nur über eine wird berichtet. Von gestern können Ortskräfte auch böse Menschen sein? Fragezeichen. Ja, und dann zum Schluss noch ein bewegender Moment auf dieser Bundespressekonferenz, so wie ich das noch gar nicht erlebt habe. Und wie gesagt, ich bitte Sie, das selber einzuordnen. Es ging um den Tod von Jan Hecker, der erst kürzlich neuer Botschafter Merkels in China geworden ist und der als enger Vertrauter Merkels gilt und der nun unter ungeklärten Umständen, was ja bereits sehr merkwürdig ist, starb, so die offizielle Version. Der Sprecher von Angela Merkel, Steffen Seibert, verlas das auf der Bundespressekonferenz und ich habe ihn selten so aufgewühlt und bewegt erlebt. Vielleicht kannte er ihn persönlich, vielleicht wühlt etwas anderes auf. Ich zeige Ihnen jetzt einfach hier diese Stelle, auch als Andenken aus Jan Hecker. Und Sie müssen das selber einordnen. Herr Seibert hat, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, vorab etwas mitgebracht. Bitte, Herr Seibert. Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Sie haben die traurige Nachricht vom Tod unseres Kollegen Jan Hecker gehört. Viele von Ihnen kannten ihn aus Gesprächen, Begegnungen, auch aus Briefings hier in der Bundespressekonferenz oder von den Reisen mit der Bundeskanzlerin, können daher ermessen, wie hart diese Nachricht uns Kollegen und Freunde trifft. Die Bundeskanzlerin hat über Jahre aufs Engste mit Jan Hecker zusammengearbeitet. Ich darf zitieren, was sie heute Morgen dazu erklärt hat. Der Tod Jan Heckers erschüttert mich zutiefst. Ich traure um einen hochgeschätzten, langjährigen Berater von tiefer Menschlichkeit und herausragender Fachkenntnis. Ich denke voller Dankbarkeit an unsere Zusammenarbeit und bin froh, mit ihm über Jahre so eng verbunden gewesen zu sein. Mein tiefstes Mitgefühl gilt seiner Frau, seinen Kindern und den anderen Angehörigen in ihrem unermesslichen Schmerz. Soweit die Worte der Bundeskanzlerin zum Tode von Jan Hecker. Sie spricht damit auch für viele von uns, die das Glück hatten, mit Jan Hecker zusammenzuarbeiten und weit mehr als das. Und wir alle werden ihn nie vergessen.
Ich hätte dann noch eine Ankündigung. Ja, ich kann nur sagen, Herr Seibert, auch wir kannten Jan Hecker ja gut. Er war, Sie haben das gesagt, oft in der Bundespressekonferenz zu Gast. Ich glaube, auch viele von uns waren sehr erschrocken, als sie diese Nachricht gehört haben. Viele kannten ihn auch von gemeinsamen Reisen mit der Bundeskanzlerin und auch deren unsere Gedanken sind, ganz besonders bei der Familie von Jan Hecker. Danke. Ich kannte Jan Hecker nicht, aber dennoch möchte ich an dieser Stelle seinen Angehörigen mein Beileid aussprechen. Und bei allen politischen Unterschieden, solche Momente sind dann doch erschütternd und ergreifend. Was auch immer hier passiert ist, da sieht man dann doch, wie unwichtig manches wirkt angesichts von Leben und Tod. Und hier in diesem Fall vor allem den Tod. Mit dieser traurigen Note wünsche ich Ihnen alles Gute, bedanke mich für Ihr Zuschauen. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie den Kanal, abonnieren Sie auch den Ersatzkanal. Entschuldigen Sie, dass es diesmal etwas gedauert hat mit der Bundespressekonferenz, aber ich war sehr stark eingespannt. Alles Gute, danke, auf Wiedersehen. Nächste Frage, der Reitschuster. Ein anständiges Backstage habe ich heute leider nicht zustande gebracht. Dafür heute ein paar Aussagen von Herrn Seibert. Voilà. Jetzt möchte ich noch eine, wie ich finde, sehr wichtige Initiative ankündigen, die uns alle angeht. Heute in einer Woche, nämlich am 13. September, startet eine bundesweite Impfaktionswoche von Bund und Ländern. Deutschlandweit soll dann an möglichst vielen Orten, in möglichst vielen Aktionen, sollen die Ärmel hochgekrempelt werden. In einer gemeinsamen Anstrengung sollen die Menschen motiviert werden, sich gegen Covid impfen zu lassen. Es geht darum, gemeinsam für den nötigen Ruck zu sorgen, wo er vielleicht an der einen oder anderen Stelle beim einen oder anderen Bürger noch fehlt. Jeder, der möchte, ist aufgerufen, Impfaktionen vor Ort zu organisieren. Das kann der Sportverein sein, die Freiwillige Feuerwehr, der Club, das Kino, Kulturveranstalter, Unternehmen.